Gut. Dann, nachdem alle Waffen sorgsam abgegeben worden sind, auf einem Tuch gelegt, könnt ihr auch noch sehen, wie die auch direkt gereinigt werden von so ein paar Sklaven. Ja, könnt ihr eingelassen werden durch viele verschiedene Gänge, Säle mit ja, verschiedenen Bildern daran, Säulen, könnt einige Ausstellungen erkennen, die ja auch einfach nur zur Prunk angebracht sind, vielleicht sogar selbst gemalt von dem König, der hier auch dem Malen frönt. Ist natürlich auch ein leidenschaftlicher Dichter und auch Sänger. Aber eben auch seine Zeichnungen, die dann hier in dem Saal hängen, während ihr dann hindurchgeht. Also ist alles sehr groß, sehr pompös. Die Gänge selbst sind außer Wachen sonst leer. Es geht hier einfach nur darum, dass ihr beeindruckt werdet. Und dann tretet ihr in einen großen Saal, wo ihr das königliche Ehepaar kennen könnt. Vor euch sitzt die Maharani Eleonora Sahi von Aranien und auch ihr Ehemann Arkos der Zweite. Eine schlanke Frau mit kastanienfarbenem Haar und blaugrünen Augen, die vor euch sitzt, sehr edel, sehr gut aussehend, möchtet ihr meinen, und neben ihr dann das Kind von derjenigen, die ihr kennt, das Kind von Sybia. Arkos der Zweite ist ein Mann in den besten Jahren, elegant, sieht durchaus hübsch aus, nicht ganz so gut wie seine Frau, aber schon gut aussehend, und er hat einen geschmeidigen Körper, würde vor allem dann auch Kiaras erkennen. Und wenn ihr dann langsam näher und näher kommt, werdet ihr auch bemerken, wie es sehr wohl riecht hier. Viele Berater, wie gesagt, um ihn herum, und ihr könnt dann auch erkennen, wie er wohl ein bisschen verträumten Blick hat. Entweder es liegt daran, dass er unter Drogen steht, oder ihr könnt auch erkennen, dass er einen großen Verband trägt, der dann seine königliche Garderobe so ein bisschen stützt, und Blut könnt ihr daran nicht erkennen, aber er ist tatsächlich schwer verletzt in der Vergangenheit. Und wenn ihr euch ein bisschen umseht, könnt ihr tatsächlich auch diesen Jungen erkennen, von dem eben schon gesprochen wurde. Der erhabene Leatmann Freisop. Gut, ich schreite auf das königliche Paar zu und mache Hufknickse vor der Schahi, dem Schah und dem Erhabenen der Perainekirche. Euer königliche Majestät, euer Erhabenheit. Ja, sie nickt zu, und damit wirst du auch direkt erkennen können, wie es eben in Aranien sich gebührt. Da wird Eleonora dann hier die ja, Sprache dann eben übernehmen und dann für ihren Mann sprechen. Sehr schön, dass ihr zu uns gekommen seid. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr uns direkt von dem berichten könnt, was ihr in Erfahrung wohl gebracht habet. Ich denke, dass euer Leumund wohl ziemlich gut sein sollte. Unsere Visiere haben uns zumindest berichtet, dass ihr wohl große Recken seid. Dem ist so, Euer königliche Majestät. Vielen Dank für die prompte Einladung. Wir haben in der Tat wichtige Informationen zum Stand der Belagerung hier. Hättet ihr wohl eine Karte, die die Umgebung zeigt? Ja, sie schaut kurz einmal in einen ihrer, ja, in den Beraterstab hinein, und nach kurzer Zeit, also es dauert so ungefähr 10 Sekunden, kannst du sehen, wie zwei Sklaven herbeikommen, die einen Tisch tragen, und ein weiterer Vezier, der dann herantritt und dann eine große Karte darauf ausbreitet, sie dann mit vier kleinen Nadeln an den Ecken einmal ansetzt, damit sie da dann auch halten. Und du kannst darauf erkennen, sowohl eine Karte von Aranien eben als auch eine von Zorgan mit der näheren Umgebung. Ja. Sind dort schon Markierungen, wo sich gerade der Belagerungsring entlang zieht? Auf der Karte aktuell nicht, die ist noch sehr frisch. Also man möchte euch dann hier auch keine Informationen geben, weil man nicht genau weiß, wer ihr seid, was ihr tut, was ihr macht. Irgendwie seid ihr natürlich dann vertrauenswürdig, aber erstmal, das ist eine Blankokarte. Gut. Wir haben vor einigen Tagen einen Ausfall ins Umland gewagt und ich würde euch nun gerne die aktuellen Ausmaße der Belagerung aufzeichnen. Sehr gerne. Fahrt fort, Kriegerin der Sonne. Gut.
Isarun beginnt einzuzeichnen und dabei zu erklären, wo was für Truppen stehen, dass sie diesen schwarzen Wein gesehen hat, auch diesen Rosenknecht, und erklärt dann gleichzeitig über die Entsatztruppen, von wo sie herkommen, Mannstärke und so weiter, und wann mit ihnen zu rechnen wäre. Ja, gib mir mal bitte eine Kriegskunstprobe. Alles klar, irgendwie modifiziert oder? Nee, ich möchte aber nur mal wissen, inwiefern du das da versiert, den anderen vermitteln kannst. Ja, Mich da ein zählt bisschen Taktik. unterstützen. Taktik. Es ist eher Strategie. Also Strategie würde zählen, Taktik nicht. Alles klar. Und was ist mit der Unterstützung? Ja, Ich kann sie mit Kartografie unterstützen. die halben Punkte von Kieras kannst du bekommen. Das heißt, Kieras würfelt als erstes. Da Kriegskunst würde. oder Kartografie oder Geografie. Kriegskunst. Okay. Darf ich auch Strategie. unterstützen? Einer. Okay, dann macht schon Dann gar sind nichts. es 13, sind 7. Brauchst du. Ja, mit einer Erleichterung von 7 Punkte reichen deine 10. Und dann kannst du die komplett einbringen. Ja, wie gesagt, du kannst die eigenen Beobachtungen wiedergeben und eben auch, möchtest du das mitgeben, was dir Sarastro Dorkstein verkündet hat? Ja, unbedingt. Ja, weißt du, woher, also sagst du denen, woher die Informationen kommen? Würde ich sagen, von einem feindlichen Heermitglied. Feinde von den Oroniern oder Feinde von wem? Beide halt. Feinde halt. Das ist ja. Sowohl als auch. Deswegen wird ja nachgefragt. Also, 2300 Mann, die jetzt von Barbrück aus in Richtung Norden stürmen und 2600 Mann Skorpiongarde und Satrapengarde, Ferkinerhorden, die jetzt vor der Hauptstadt schon stehen. Genau, das versuche ich dann halt zu erklären, und auch, dass der Zeitplan sehr wichtig ist. Also in 3 Tagen soll es dann hier sein. Beziehungsweise am 23. Ingrim, also in 2 Tagen. Kannst du also so wiedergeben, wie Sarastro das dann. Also du erklärst eben ganz grob, was Sarastro dann gesagt hast, auch wenn du da so ein bisschen dich bedeckt hältst, wie die Informationen zustande gekommen sind. Du kannst also so Genau, also weitergehen. richtig. Also ich konzentriere mich eher auf den Inhalt, wer jetzt wann wohin kommt, als darauf, woher ich genau die Informationen habe. Ja, möchtest du was zu den Feldbewegungen von Hafax selber sagen? Oder geht es Ja, den und Oronien? zwar, nee, also ich möchte schon deutlich machen, dass nicht damit zu rechnen ist, dass Hafax Truppen hier eingreifen werden, sondern dass die sich wohl irgendwie zurückziehen wollen. Und auch nicht weiter nach Norden ins Mittelreich wollen. Gut, dann kannst du aus den. Vor allem die Berater werden dann da sehr kritisch nachhaken und dir immer wieder fiese Fragen stellen, auch Fangfragen, um dein kriegskundiges Wissen dann zu testen, ob du überhaupt eine Ahnung hast, was du da tust. Du kannst dich dann da auch gegen die behaupten. Ja, sollen die mal machen. Ich bin schließlich mit Saldor Fosslerin bekannt. Die können dem nicht das Wasser reichen. Das sind wichtige Informationen, die ihr uns da überbringt. Wir bedanken uns schon einmal für das Teilen und auch, dass ihr uns rechtzeitig erreicht habt. Es ist natürlich besonders gefährlich gewesen, dass ihr einen Durchbruch gewagt habt. Der hätte natürlich eine ganze Menge kaputt machen können, aber wenn ich das richtig behaupten darf, ist es ja wohl noch gut gegangen und unsere Stadt ist zurzeit nicht eingenommen und wir hoffen auch, dass dies so bleibt. Ihr sagt also, dass eine große Streitmacht aus Süden anmarschieren wird. Perikum und von Barbrück aus. Die Barburiner kommen also auch mit Entsatz Fasan begleitet. Interessant. Richtig, die 12 göttlichen Reiche und Unterstützer schließen sich zusammen. In diesem Sinne gebe ich euch natürlich auch diese Informationen, denn nur zusammen können wir gegen die Dämonenbündler gewinnen. Ich finde es äußerst interessant, dass das Omdablablatt also tatsächlich stattgefunden hat, die Mutter aller Trommeln, dass sie gerufen wurden. Es bedarf wahrer Anführer, wahrer Helden, dass man die Vergina-Stämme aus den Bergen und aus dem nahen Umland gemeinsam vereinen kann. Und ihr sprachet schon eine ganze Menge der Stämme an, die Krek'Avar oder die Kor'Ibin. Das sind nebachotische Stämme und
Sie haben normalerweise große Probleme mit den anderen Völkern, gerade mit den Ulashani, die aus der Umgebung von Zorgan kommen. Verschiedene Oberhäupter. Die Karaman. Sie alle folgen dem Ruf der Götter. Dem Ruf der Götter? Nun, dann kann diese Stadt also wahrlich noch gerettet werden. Wir sind durchaus froh. Ihr seid aus dem Mittelreich aufgebrochen, ist das richtig? Das ist korrekt. Perikum aus Gareth? Aus Gareth. Wie steht das um die Stadt selbst, um die große Stadt im Norden von hier? Gareth, wir haben Fürchterliches gehört. Es gab Verluste und großflächige Zerstörungen. Aber Gareth wird sich wiederholen. Gareth wird wieder stark werden. Dann danken wir der Kriegerin der Sonne und auch den Rittern der Wüste. Ihr habt einiges an guten Informationen in unsere Richtung gebracht und gerade wenn sich in 2 Tagen diese Berichte als wahr erweisen sollten, dann werden wir wissen, wie wir weiter vorgehen. Ja, wollt ihr etwas sagen? Entschuldigung. Schaut so ein bisschen entsetzt zu Rafim. Das Dämonenzeug in mir. Entschuldigung. Ja, jedenfalls. Direkt kommt ein Magier hervor, der direkt erstmal einen großen Oculus Astralis spricht und euch dann sehr skeptisch begutachtet. Jedenfalls, natürlich sind wir hierher gekommen, um an der Seite unserer aranischen Schwestern und Brüder gegen die finsteren Mächte zu kämpfen. Das steht außer Frage. Solltet ihr unserer Hilfe bedürfen, würden wir euch gerne dabei unterstützen, die Stadt zu verteidigen, die Truppen zurückzuschlagen und vielleicht zum Palast der bösen Herrscherin vorzudringen. Du kannst erkennen, wie jetzt ein weiterer Berater aus der Menge hervortritt, ein Prios-Geweihter, den Jalan zumindest schon kennt, Shirbanu Al-Fessir. Du hattest ihn auch schon gesehen, als ihr oben bei der Rondrianerin standet, bei der Herrführerin. Ich kenne diese Gruppe nicht gut, aber ich habe bereits eine Seelenprüfung vorgenommen und bin darauf auf ein interessantes Detail gestoßen bei meinem Bruder des Bandstrahls hier. Er hatte noch nie eine Ordination und doch leuchtet sein Geist unter dem Segen des Herrn Praios. Was auch immer dort passiert ist, ich möchte gerne herausfinden, warum seine Seele so erleuchtet wurde und ich würde gerne dahinter blicken, warum dies der Fall ist. Auf alle Fälle kann ich behaupten, dass dieser dort sehr vertrauenswürdig ist. Und ich denke auch, dass ein Raya-Geweihter an seiner Seite, ebenso wie ein Pfeil des Lichts, sehr ihre eigenen Kompetenzen vorweisen sollten. Eleonora nickt nur, schaut dann zu ihrem Mann. Ach meine Blume, du weißt doch, dass ich dir vertraue. Du wirst sicherlich genau wissen, wie wir uns aus dieser Krise retten. Aber ich bin schon gewillt, dass wir etwas tun und uns heldenhaft verhalten. Immerhin müssten wir uns vielleicht unsere eigenen Gebiete wieder zurückerobern. Es könnte sein, dass wir meine Schwester zurückdrängen können. Und vielleicht ist in dieser Krise doch etwas Gutes entsprungen und wir können uns mit der Hilfe der Götter erwehren und Oron zurückerobern. Dies ist zumindest meine Hoffnung. Einen eigenen Orden, murmelt er noch und schaut dabei so ein bisschen verträumt, verletzt wie er ist, in Richtung von Kiaras. Ja, ich sag natürlich kein Wort, sondern nick ihm zu und lächel ihn an. Sprecht offen, wenn es noch etwas gibt, was ihr uns berichten möget, dann weichen wir ab von der althergebrachten Ordnung des Matriarchats. Ihr Begleiter hattet bisher wenig Sprachanteil. Wenn euch also noch irgendetwas aufgefallen ist, was euch fehlte, dann redet. Jalan, deine Vision? Hat hier keinen Belang. Na gut. Was sagtet ihr? Laut euren Informationen soll sich Dimiona von Zorgan wo aufhalten? Edle Maharani, sie hält sich derzeit den Keschal-Tarif auf. Wir haben auch guten Grund zu der Annahme, dass sie nicht erwarten werden.
dass ihre Unterstützung durch den Fürstkomtur versiegt. Die Möglichkeit, jetzt einen schnellen Schlag durchzuführen und der Schlange das Haupt abzutrennen, ist gegeben. Mit Hilfe der geballten Macht der Raya-Kirche sollte es möglich sein, das feindliche Unheiligtum ein für alle Mal zu beseitigen. Wir empfehlen also, einen Ausfalltrupp bereit zu machen, der sich auf den Weg macht, sobald Zorgans Belagerungsring zerschlagen wurde. Dann könnt ihr sehen, wie hinter euch die Menge so ein bisschen zurückweicht und eine weitere, etwas ältere Frau hinter euch herantritt. Und Yalan kennt sie auf alle Fälle schon. Ich meine Abelmir und Kiaras auch, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja. Sybia al-Nabab, die Mutter von Argos. Ich verneige mich vor ihr. Ich tue es ihm gleich. Ich knickse. Der Madabasari ist selbstverständlich auch daran gelegen, dass dieses Schauspiel ein Ende findet und dass meine Tochter, so traurig es auch ist, endlich besiegt wird. Wir werden ein letztes Mal die Eisernen Tiger und das Regiment Eleonora sammeln. Sämtliche aranischen Krieger und Kriegerinnen sollen unabhängig ihres Standes und ihres Geschlechts Seite an Seite miteinander kämpfen, auf dass wir die Skorpionschwestern besiegen. Und wenn ihr sagt, dass sich meine Tochter in Keshal al-Tarif aufhält, dann werden wir sie selbst dort stürzen. Eleonora scheint zu nicken und wird das Ganze wohlwollend dann auch zur Kenntnis nehmen, was da ihre Schwiegermutter sagt. Verzeiht mein Unkenntnis des aranischen Herrschertums. Was ist mit den anderen Sultanaten in Aranien? Werden sie Hilfe senden? Nun, wenn ich das richtig verstanden habe, Eleonora spricht dabei wieder, laut den Berichten, die Isarun zusammengetragen hat, dann sollten sie sich versprengt in Richtung von Fasar oder aus Baburin in Richtung Barbrück aufmachen. Die Krieger sollten sich eventuell den Ferkina angeschlossen haben. Zumindest hoffe ich das. Wir haben natürlich viele Sultanate, aber ich denke, dass wir aus Gorien keinen Satz. Das Verhältnis des Sultanats Gorien und des Zorgana ist etwas angespannt, aber Palmyrabad oder Palmyris wird sicherlich in Satz schicken, gerade wenn die Fasara sich dazu hinreißen lassen. Wir dürfen allerdings keine Zeit verlieren, Truppen zu sammeln. Sobald die Truppen hier eingekommen sind und das Heer von Oran an den Mauern zerschellt, sollten wir so bald wie möglich zuschlagen mit allem, was wir haben. Die Feinde dann erwischen, wenn sie auf dem Rückzug sind, wenn sie gebrochen sind, ihnen keine Zeit geben, sich wieder neu zu sammeln, neu zu formieren. Arkus wird sich jetzt einmal erheben, ein bisschen schmerzhaft seinen Mundwinkel so ein bisschen verziehen. Und ihr könnt dann auch sehen, wie es jetzt dann durch das Aufstehen, durch den Verband dann doch durchblutet. Also er wurde schwer verletzt, ihr habt es ja schon gehört, die Gerüchte von der Shasman Yat, der schwarzgesichtigen Königin der dunklen Schluchten des Yalet, die ihn dann gezeichnet haben. Und ja, tritt dann so ein bisschen an diese Karte heran. Ich glaube, ich möchte eher die Besten der Besten entschicken in Richtung des Sultanates Elburum. Der deutet mit dem Finger einmal von Zorgan in Richtung Elburum, der weißen Stadt. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht einkreisen lassen. Zudem kann es sein, dass Hafax eventuell nicht so abgerückt ist, wie er es hat uns weismachen wollen. Wir haben seine Truppen nicht in der Nähe von Zorgan gesehen. Aber es kann sein, dass er uns dennoch ein Märchen erzählt. Und um die Hauptstadt nicht schutzlos zurückzulassen, geschwächt wie sie ist, werde ich nicht alle entsenden. Nur die Besten. 100 Krieger. Eine gute Idee, ein ähnliches Manöver, wie wir es in Werheim gemacht haben. Ein Keil des Lichts war es zu dem Zeitpunkt. Ein Keil des Lichts, das klingt gut. Aber so wichtig uns Praius doch ist, ich würde sagen, wir brauchen ein Zeichen der Raya. Gerade wenn wir die Gebiete von meiner Schwester wieder einnehmen wollen, die gefallen sind. Ehemals Raya sehr heilig.
Wenn ihr sagtet, dass wir die ehemalige Raya, das ehemalige Raya-Kloster wieder einnehmen wollen, dann brauchen wir einen Orden der Rose. Ja, das ist ein sehr guter Vorschlag. Ich werde die Besten der Besten sammeln. Ein Orden der Rose und ihr seht so aus, als ob ihr mit uns kommt. Als Held, als Recke, als Krieger der Wüste. Und alleine lasse ich ihn garantiert nicht mit euch gehen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mein erster Ritter werdet. Es wäre meine Ehre. Er gibt dir die Hand. Du siehst wieder, wie sie so ein bisschen zittert, wenn er sie dir rüberreicht. Ja, ich greife ihn festen und stabilen Händedruck. Und wenn ihr wollt, dann werde ich euch ebenso mit in den Orden aufnehmen, den ich jetzt gerade gegründet habe. Reicht auch Jarl an die Hand. Ich schlage ein. Ausgezeichnet. Ich habe gehört, in den alten Texten wird überliefert, dass das Kloster an dieser Stelle gegründet wurde, weil die Chasmagnat dort versteinert wurde. Ich werde mich also nicht nur an meiner Schwester rächen können, sondern auch an der Leibzofer. Er versucht so ein bisschen seinen Mundwinkel wieder nach oben zu heben, kannst aber auch sehen, dass er sich jetzt wieder an die Wunde fest mittlerweile komplett durchgeblutet und lässt sich dann von seinen Visieren gestützt wegbringen. Also gut, dann habt ihr bereits meinen Mann an eurer Seite. Ich werde euch ebenso als Heerführerin begleiten. Wenn Oron fällt, dann will ich zur Stelle sein. Wir haben noch zwei bange Tage, die wir warten müssen und hoffen, dass sich eure Vision als richtig erweist und dass diese Ehre Barbrück passieren, ohne dass sie überfallen werden und dass wir dann zumindest die Skorpiongardisten an unseren Mauern zerschellen lassen können. Um den, diese Dornenranken können wir uns sicherlich kümmern. Es ist gut, dass ihr dies auch aufgeklärt habt. Ich werde meine Hexen nach ihnen schicken. Ich glaube, sie vermögen mehr als die Illusionisten, die wir hier an der Akademie haben. Das ist vernünftig. Hat sie Hexen gesagt? Die Götter sind mit uns. Das Blatt wird sich zum Guten wenden. So wie es auch über Gareth getan hat. Der Heptarch Galotta ist tot. Auch davon hörten wir. Die Nachrichten dauern etwas länger dieser Tage, aber wir hörten nicht nur von der Vernichtung von Werheim und auch von Gareth, sondern auch von dem Fall von ihm. Ein schwarzer Dorn, der sich jetzt nach oben recken soll. Oh, wunderbar. Wenn wir die Stadt wieder aufbauen können, dann... Ich denke, wir müssen unser Land, Aranien, wieder vereinen und wenn wir dies getan haben und etwas in den Papieren geblättert haben, vielleicht finden wir auch noch etwas Getreide, vielleicht etwas Essen, etwas Nahrung, mit dem wir euch unterstützen können. Das wäre sehr großzügig von euch. Das Mittelreich ist sehr an einer starken Partnerschaft mit Aranien interessiert. Zusammen stellen wir uns gegen die Mächte der Finsternis. Und die sollt ihr wahrlich bekommen. Wie gesagt, wir müssen schauen, was Helmer Hafax übrig gelassen hat, wenn er aus Aranien verschwunden ist. Wenn er von dort verschwunden ist, aber... Wenn diese Berichte wahr sind, dann sind wir euch einiges zu Dank verpflichtet. Euch, dem Mittelreich. Gut, wenn es sonst nichts weiter gibt, dann... dürftet ihr euch entfernen, alternativ sprecht, wenn es noch etwas gibt. Jetzt ist eure Zeit. Ich schaue mich nochmal um. Hättet ihr vielleicht noch ein, zwei Zaubertränke? Die würden sicherlich helfen. Sie schaut wieder in Richtung ihrer Visiere und Berater und du kannst sehen, wie zwei Hexen vortreten und dann in ihrem großen Beutel dann nach zwei, drei, vier Zaubertränken greifen. Ich möchte Boltags in das Bild anblicken. Ich nehme die Tränke an. Abdank. Du siehst auch wie eine große
gelbe Katze dann an dir vorbeistreicht. Also, ja, was heißt gelb? So ein bisschen orangelich gefärbt, bisschen getigert, orange-weiß. Ziemlich große Katze, die dir bis über die Knie erreicht. Lächelt die Katze an. Ich würde mich mal an den Bereidegeweihten wenden, mein Shirt zur Seite ziehen und ihn anschauen. Könnt ihr da was machen? Der schaut dich jetzt ziemlich interessiert an. Komm, ihr könnt das doch nicht mit dem Thronsaal tun. Aber sie haben doch gefragt, ob ich noch was brauche. Und ich brauchte gerade einen Bereidegeweihten und da steht einer. Warum fragt ihr nicht nach einer, statt euch hier zu entblößen? Ich sehe doch gut aus. Ich verneige mich und gehe rückwärts aus dem Saal. Ja, Leomann Freisoppe, der Jüngere, wird sich dann ebenso erheben und dann interessiert, gut, es ist wirklich ein 12-jähriger Junge, dann an dich herantreten und dann seine Hand auf die Wunde legen und so ein bisschen drüber streichen, ganz vorsichtig. Ist taub, keine Sorge. Du siehst, dass seine Augen unglaublich interessant aussehen. Er hat wohl silberne Sprenkel in den normalerweise grünen Augen, also ganz interessant, als ob da viel mehr Weisheit drin liegt und viel mehr Wissen auch, dafür, dass er erst 12 ist. Glaube, ich kann euch helfen. Sieht so aus, als ob ein chirurgisches Messer aus Elburum euch zerschnitten hätte. Die Heiler sagen, dass dies große Wunden sind, die normalerweise nicht zuheilen, aber der Krug der heiligen Lindegard könnte euch sicherlich Linderung schaffen. Das klingt wunderbar. Ich weiß noch nicht, wo der ist. Ich muss nochmal nachsehen. Ich kann euch natürlich die Geschichte vom Krug der heiligen Lindegard erzählen und von der heiligen Lindegard selbst, aber wo sich dieser Krug nun aufhält, das weiß ich nicht. Aber segensreiches Wasser, das kann ich euch herbeirufen. Vielleicht kriegen wir diese Wunde wieder zu. Ich werde für den Versuch dankbar. Wenn es einer vermag, dann die heilige Herrin Pereine. Bestimmt. Eure Erhabenheit, ich habe die Waffe, die diese Wunde geschlagen hat, draußen in meinem Rucksack. Ich würde sie in eure Hände überlassen, dort ist sie wahrscheinlich sich am sichersten. Oh, das ist ja noch viel besser. Vielleicht hängt ja noch ein Teil der Matrix von seinem Gewebe an dieser Waffe. Das wäre gut möglich. Das klingt gut. Denke ich. Überreicht sie, wenn ihr sie nicht hier habt, dann überreicht sie mir am besten. Ich muss sie draußen lassen. Wenn ihr gestattet, werde ich sie schon holen. Du siehst, wie sich jetzt alle Visiere so ein bisschen strafbar dich ansehen, ihre Augenbrauen sich nach unten graben und sie dich sehr zornig ansehen. Ich lege Abemir eine Hand auf den Arm. Abemir, ich bin mir sicher, die Bediensteten können diese Waffe selber holen. Eleonora scheint wohl zu nicken. Also gut, ihr dürft sie gerne holen. Wenn der erhabene Leatron Freisop sie sehen möchte, dann will ich euch nicht warten lassen. Gerade wenn ihr ein Streiter für das Reich seid, auf ihm, dann sollt ihr keine Sekunde länger warten. Dankeschön. Das ist nett. Ich würde die verbeugen von dem Erhabenen und dann überlegen, was ich für eine Etikettebruch gerade betrieben habe und mich noch tiefer vor den beiden Herrschaften, vor den beiden Herren, König, Königin und Königin verbeugen und rückwärts aus dem Saal schnellstmöglich zurückziehen. Ja, der König ist ja sowieso schon rausgegangen aufgrund seiner Verletzung, die dann da durchgeblutet hat. Und kann sich dann zurückziehen. Eleonora spricht dann noch weiter. Der Krug der heiligen Lindegard ist zumindest nicht in Zorgan, so viel sind wir sicher. Das heißt, diese heiligen Wasser werden wir nicht vorfinden, wo auch immer er sich sonst befindet.